Mein Name ist André Ahrens für Koi-Pond. Bei diesem schönen Wetter müsst ihr darauf achten, dass euer Teich genug Sauerstoff hat. Je wärmer das Teichwasser, desto weniger gelöster Sauerstoff steht den Fischen zur Verfügung. Der geringste Sauerstoffgehalt im Teich, den habt ihr morgens um 5 Uhr circa. Den meisten Sauerstoff am Nachmittag circa 17 Uhr. Woran liegt das? Am Tag produzieren die Pflanzen Sauerstoff, steht also allen zur Verfügung. Aber sobald die Sonne untergeht, haben wir nur noch Sauerstoffverbraucher im Teich. Das sind zum Beispiel zu viel Bodenschlamm, das sind natürlich die Fische, das sind sogar die Bakterien im Filter, das sind die Algen, die ihr habt. Also alles zehrt nur noch Sauerstoff und dann wird es irgendwann nachts zu wenig. Ihr müsst den Sauerstoff gar nicht unbedingt mit einem Gerät messen, das ist nämlich gar nicht so einfach, sondern ihr braucht eigentlich nur eure Fische beobachten. Schaut doch mal morgens 6 Uhr auf den Teich, wenn die Fische am Auslauf vom Filter hängen, heißt, wo natürlich mehr Sauerstoff ist, der vom Filter zurückkommt, oder an der Wasseroberfläche japsen, dann ist das ein eindeutiges Zeichen für zu wenig. Dann solltet ihr spätestens zum Fachhandel gehen und euch einen Teichbelüfter kaufen, eine ausreichend starke Luftpumpe mit Ausströmerkugeln, die ihr dann irgendwo in 80 cm Tiefe hängt, 1 Meter Tiefe, sodass genügend Sauerstoff künstlich wieder dem Teich zugeführt wird. Ja, wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Lasst uns euren Daumen da, abonniert unseren Kanal und wir haben Lust, weitere schöne Filmchen für euch zu machen.